von dem Ponton aus, der in der Hafenmitte verankert war, bot sich Cording ein prächtiger Blick über das von Booten besetzte Hafenbecken auf die Uferpromenade. Auf dem Platz Tuatha hatten die Tänze begonnen, die im Rhythmus der Toere und des Pahu die alten tahitianischen Legenden interpretierten. Die ersten Krieger bestiegen die Boote. Es war nicht einfach, unter Tausenden von Pahi und Faa das richtige Boot herauszufinden. In wenigen Minuten würden sie Zeuge werden, wie das Wasser im Hafenbecken aufwirbelte und Tausende von Booten an ihnen vorbeizogen, um den Ozean auf eine Weise zu erobern, wie es Polynesien seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hatte. Sollten sie es schaffen, die Zeitvorgabe einzuhalten, würden sich die Besatzung der Hebetanker und die Herrschaften auf den Zerstörern der US-Marine morgen früh in einen Albtraum verwickelt sehen. Als der letzte Krieger Platz genommen hatte, raffte Umay sein weißes Gewand und trat ans Mikrofon. Liebe Brüder und Schwestern, die ihr aus ganz Polynesien gekommen seid, um uns zu unterstützen, begann er seine Ansprache. Wir Tahitianer danken euch. Ergriffen lauschte er dem Beifall, der ihm entgegenbrandete. Wir haben uns zusammengeschlossen, um der Welt zu beweisen, dass wir für unsere Lebensweise einstehen. Wenn Amerikaner und Chinesen uns fragen würden, was um Himmels Willen ist eure Lebenseinstellung? Wofür kämpft ihr? So würden wir ihnen antworten, unsere Lebenseinstellung ist einfach. Wir sind des festen Glaubens, dass uns die ganze Welt gehört. Ein infernalisches Gebrüll erhob sich in den Booten und entzündete sich am Ufer. Aber der Meinung sind wir doch auch, würden sie erstaunt antworten, fuhr Umay fort. Sie verstehen dabei nur nicht, dass alles, was Ihnen und uns gehört, heilig ist. Dass Sie es nicht vernichten dürfen, sondern beschützen müssen, wenn Sie reich werden wollen. Ich wünsche allen Kriegern, die bereit sind, den Weg über das Meer zu wagen, eine glückliche Überfahrt. Wir sehen uns vor Makatea.